So, Leute, wir wollen jetzt mal die Quest abgeben. Herzlich willkommen. Gehen wir zu Letians Kreuzung. Und schau mal, was diese für lustige Sachen zu erzählen haben. Tja, und wenn ich den Helm nicht behalten kann, muss ich wohl die ganze Siedlung den Erdboden gleich machen. Klingt hart. Ist aber so. Na komm. Bin heute sehr ungeduldig. Warum auch immer. So, komisch, dass wir von der Seite aus reinkommen. Oh, jetzt kommt einer. Siedler, Schicksalsbinder, ich freue mich zu sehen, dass du noch lebst. Mit all dem Tumult, der aus den Altmauern zu vernehmen war, begann sich Eldian schon Sorgen um dich zu machen. Er schickt mich aus, um dich zu finden, solltest du nach Letians Kreuzung zurückkehren. Ohne eine Garnison zu unserem Schutz waren die Geräusche beunruhigend, um es vorsichtig auszudrücken. Alle werden hier besser schlafen im Wissen, dass du sicher zu uns zurückgekehrt bist. Ja, komm. Vielen Dank für deine Informationen. Er verbeugt sich und geht. Alles klar, dann suchen wir ihn mal auf. Oh, jetzt sind die Eisen gebunden in hier. Das ging ja jetzt sehr schnell. Hier scheint irgendwo noch was sein, das wir uns holen können. Hier so bei ihm oder so. Oder auch nicht. Doch, da. Ach, je. Nee, das war sein Haus, ne? Hier. Ich glaube... Mögen die Stille des Friedens und das Klimpern der Ringe dir überall hin folgen. Was kann dieser alte Narr für dich tun? Ich habe den Geisterbannhelm von Retimon beschafft. Auf Eldians Gesicht macht sich ein großes Grinsen breit und er streckt voller Freude die Hände aus. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Nun können wir ihn wieder dorthin bringen, wo er hingehört. Bitte gib ihn mir. Gegenstand muss sich in einem Lager befinden, um weggegeben zu werden. Okay, ich will dir nicht geben. Da. Oder behalte ihn selbst. Ja. Garricks Werkzeug zu Lohara. Ja, warte. Ey, der Geisterbannhelm ist echt nice. Die brauchen den doch jetzt gar nicht mehr. Eigentlich. Was soll denn der Scheiß? Ach, aber eigentlich schaffen wir es auch ohne den Helm. Mal nicht so gierig sein. Wir gehen mal zu Lohara, geben ihr das Werkzeug, mal gucken, was sie uns gibt. Vielleicht macht sie uns ja einen tollen Helm. Oder so. Oder auch nicht. Und dann weiß ich gar nicht, wie wir jetzt weiter. Müssen wir zu Graven Ash zurück? Ich weiß es gar nicht. Da müsste ich jetzt volles Brett lügen. Ich habe so Schnupfen in letzter Zeit. Das ist echt schlimm. Überall Grippe. Lohara, du bist zurück. Lohara wendet sich zu dir um. Ihr Körper ist, kommt mit Ruß her. Das hatten wir schon mal. Die Nachfrage nach Eisen, bla 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 bla. Ich habe das Werkzeug von deinem Lehrer
Lehrling Garrick gefunden. Sie setzt an, ihren Hammer wegzuschleudern, hält jedoch inne und senkt deinem tiefsten Seufzer nieder. Verdammt. Aber Garrick hatte solches Potenzial. Vielleicht zu viel, um den ganzen Tag in die Esse gebunden zu sein, aber ich weiß, dass er seine Arbeit liebte. Danke, dass du sein Werkzeug zurückgebracht hast, Schicksalsbinder, er würde es... Ja, okay. Mem Stronger, Best Hunter! Jawoll! Best Hunter. So, du hast auch 2 Punkte übrig, meine Liebe. Die hauen wir bei dir voll auf die Stärke. Yeah. So, dann müssen wir mal schauen. Das ist ja auch nicht schlecht. Wieso haben wir das eigentlich nie gemacht? Was ist das hier? Verwendet beide Klauen, um das Ziel, den Magen weit aufzureißen. Du fügst dem Ziel Hieb- und Stichschaden zu, je nachdem, welche Schadensart größer ist. Außerdem lässt das Ziel Bluten zurück. Gekauft! So, Lantry ist jetzt der Einzige, der hier noch nicht fertig ist. Gut, dann setzen wir den Helm ab und geben ihn zurück. Ne, der Vollständigkeit halber, wir sind, der Schicksalsbinder sind so mächtig, wir brauchen diesen Helm gar nicht. Ja? Who cares about the helm? Oh, aber er war so cool. Der hatte irgend so eine tolle, diese Aura. Die hat in dem einen Kampf uns auch einen Arsch gerettet, glaube ich. Oder dass ich rausgefunden habe, dass es noch andere tolle Sachen gibt. So, wir latschen mal hier runter. Ah, es ist ein Kreuz mit diesen Helmen, ey. Ey, 50 Verteidigung gegen Zauber. Ich setze mal den hier auf. So, jetzt befindet er sich im Inventar. Und dann sagt, vielleicht habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, nein. Weil es wundert mich, dass das nicht zur Auswahl stand. Ich speichere gleich vorher mal. Dann können die uns doch mal alle richtig am Arsch lecken. Wir haben alles für die gemacht, ne? Haben die hier befreit und was weiß ich nicht alles. Dann sollen die jetzt mal auch nicht rumheulen. Die Geister sind besiegt. Ne? Was sollen wir noch mehr machen? Dann zum Kotzen. So, speichern. Bla bla bla. Eigentlich denke ich, dass er bei mir sicherer ist. Ich brauche ihn vorher selbst. Nein, Schicksalsbinder, das kannst du nicht tun. Ohne den Geisterwarnhelm sind wir anfällig für weitere Angriffe. Bitte lass uns nicht ungeschützt. Es tut mir leid, Eldian, aber ich werde ihn behalten. Eldian seufzt und nickt langsam. Wie du wünschst, Schicksalsbinder. Nach allem, was du für Lethians Kreuzung getan hast, werde ich dein Urteil vertrauen. Der Pfad des Helden ist hart erkämpft und noch härter zu beschreiten. Das hat meine Mutter immer gesagt. Ich wusste bisher nie, was sie damit meinte. Wenn du sagst, dass der Helm in deinen Händen besser aufgehoben ist, dann glaube ich dir. Alles klar. Erstatte Graven Ash Bericht. Das war jetzt einfach. Dann haben wir in der Gegend hier auch wirklich alles gemacht. Da bin ich mir sicher. Puh. Im Großen und Ganzen hat es mir aber doch auch ein Stück besser gefallen als die Questreihe um die Wachplatzfestung. Ich fand das hier cool. Mit diesen Eisengebundenen und so. Das haben sie toll gemacht. Ich möchte dann vorher nochmal in einem Turm rasten, bitte. Um den Bonus mitzunehmen. Obwohl, wir können zu Graven Ash gehen und dann zum Turm zum Rasten. Wir wissen ja nicht, was er uns für eine Aufgabe gibt. Herne esse. Thank you.
Ja, und da ist mein Kaffee wieder alle. Toll. Toll. Tolle Wurst. Scheiße. Ich werde nach der Folge mal einen machen. Sorry, can't. So, ich bin gespannt. Zwei Türme sind noch da. Keine Ahnung, wo in welche Richtung diese Geschichte jetzt hier abdriftet. Oder auch nicht. War das hier schon immer so durchgestrichen? Nee, ne? Oder? Nee, das war doch nicht immer so durchgestrichen. Ich speichere mal vorher ab. Ich krieg bestimmt gleich voll einen rein in die Schnauze. Da ist er. Hallöchen! Ich habe erfreuliche Kunde aus Letians Kreuzung vernommen. Unter gewöhnlichen Umständen hätte ich die Siedlung vielleicht bis zum Ende dieses Konflikts ignoriert. Doch wir können das Zentrum der Eisenproduktion nicht unseren Feinden überlassen. Es heißt, der Turm des Sonnenuntergangs sei in deine Hände gefallen. Welcher Instinkt auch immer dich dazu verleitet hat, diese Türme für dich zu beanspruchen. Ich hoffe, es dient im Interesse des Krieges. Manchmal habe ich meine Zweifel. Vergib mir, du bist nicht nach Eherne Esse zurückgekehrt, um meine Nerven zu beruhigen. Wenn du bereit bist, höre ich mir deinen Bericht über die Geschehnisse an. Ich bin bereit für meinen Bericht. Eherne Esse, Letians Kreuzung wird jetzt von den Geschmieden kontrolliert. Hervorragend. Ich erwarte einen vollständigen Bericht über deinen Status und deine Errungenschaften in der Region. Ich habe gegen den Erstbruder gekämpft und den Geisterbandenhelm zurückzubringen. Stenja ist befreit worden. Ja, und da die eisengebundenen Meisterin nun bei uns sicher ist, kann sie endlich ungestört arbeiten. Sie ist eine talentierte Künstlerin mit störrischem Arbeitsmaterial. Fürs Erste aber muss sie dafür sorgen, dass es unseren Truppen nicht an verlässlichen Eisenwaffen mangelt. Alle Geister in der Gegend sind getötet worden. Wahrscheinlich können wir Teratus nie ganz von den Geisterbedrohungen säubern, aber für mich ist alles, was in diesen Richtungen unternommen wird, ein ehrenwertes Streben. Gut gemacht. Scheiße, jetzt geht's mit dem Geisterbannhelm. Ich hoffe, er merkt das nicht, dass wir den behalten haben. Sie haben ihn so selber auf. Ich habe ihn, Retimon weggenommen und zurückgebracht. Dieser dreckige Retimon ist tot. Gut, die Bronzebruderschaft war für meine Truppen während der Eroberung nur von geringem Wert. Hoffentlich wird ihnen diese Lektion den Wert echter Führung vermitteln. Ich weiß, dass das Zurückbringen des Helms nach Letians Kreuzung dafür sorgen wird, dass sich die Eisengebundenen weniger von äußeren Bedrohungen ablenken lassen, dass sie mit ihrem Handwerk fortfahren. Ist das einzig Wichtige und ich danke dir dafür. Wie lauten die nächsten Schritte? Wenn der wüsste, dass wir den Helm aufhaben. Ein bisschen blind, oder? Naja. Da wir nun zwei Regionen unter unserer Kontrolle haben, macht sich die Gegenwart der Geschmähten in fast allen Stufen bemerkbar. Stärker als jetzt sind wir noch nie gewesen. Ash nickt dir entschlossen zu, doch in seiner Miene liegt auch etwas, was dich überrascht. Dann bemerkst du, dass er blass geworden ist und leer blickt. Der Archon schüttelt den Kopf und sammelt sich. Als er seine Aufmerksamkeit auf dich richtet, siehst du in seinem Blick eine kurzzeitige Verwirrung, als wüsste er nicht, was in den letzten paar Sekunden geschehen ist. Was ist mit ihm los? Tüllet im Schatten. Eisenhaut Ältester riecht wie Schmerz, wie Krankheit. Die Tierfrau legt ihren Kopf auf eine Seite und nimmt die Witterung auf, indem sie die Luft tief einzieht. Dann grinst sie höhnisch, wobei ihre grobe, lilafarbene Zunge über ihre Zähne gleitet. Kann Archonten in Zeiten von Schwäche jagen? Oh, Beric, General, wir erwarten eure Befehle. Beric neigt seinen Kopf besorgt in Richtung des Archonten. Jetzt ist die Zeit gekommen, um uns zu sammeln und über das Steinmeer hereinzubrechen, wo sich Nerads Stimme und seine Bande ihr elendes Labyrinth gegraben haben. Nachdem wir den Archonten erledigt haben, will ich seinen verborgenen Helm einschmelzen und im tiefsten aller Meere versenken. Zuerst müssen wir uns eine Basis in der Region sichern. Dies wird uns eine starke Position bringen, um unsere Kämpfer zu versammeln und den Krieg an die Türschwelle des Archonten zu tragen. Bist du bereit? Ihr seht bleich aus, Ash. Kann ich euch irgendwie helfen? Wenn ich erschöpft wirke, dann nur, weil dieser vermaledeite Archont der Geheimnisse mich schon zu lange plagt. Wir müssen ihn loswerden und ich lasse nicht zu, dass du Zeit mit Dingen vergeudest, die deine Sorgen nicht sind.
Er atmet mehrfach tief durch und blickt dich mit einer Intensität an, die du noch nie zuvor gesehen hast. Glaubt ihr wirklich, dass ihr den Aschont der Geheimnisse besiegen? Okay, ich bin bereit. Ich habe eine Vorauseinheit Geschmähter in das Steinmeer geschickt, aber durch die Gegenwart des scharlachroten Chors in der Region sind sie an einem Ort namens Heulfelsen in Bedrängnis geraten. Ich habe ihnen eine Einheit zur Unterstützung geschickt, die du im Zuckenmaulschrein finden kannst. Sie werden deine Hilfe benötigen, um einen Weg nach Heulfelsen freizumachen. Was werde ich dort vorfinden? Seit die Region Azur verwüstet wurde, gibt in jedem Fantasy-Reich eine Region namens Azur, ist die Tiermenschenbevölkerung sprunghaft angestiegen. Der scharlachrote Chor hat das zweifelsohne zu seinem Vorteil ausgenutzt und versucht, so viele dieser Rohlinge wie möglich in den eigenen Mob zu rekrutieren. Oh, wir haben ja selber eine. Die Stadt Halbtor ist ihre letzte Bastion der Stabilität, obwohl diese nun natürlich vom scharlachroten Chor besetzt ist. Warum soll ich denen helfen? Ein Stamm Tiermenschen hält die Region besetzt, die sie für ihr Territorium halten, und so schnell werden sie dort keine Menschen akzeptieren. Für mich spielen sie keine Rolle, deshalb kannst du so viele von ihnen töten, wie du es zur Erfüllung deines Auftrages für notwendig erachtest. Von mir aus kannst du dich auch in ihre Hände heute kleiden, solange du meine Soldaten durchbringst. Tiermenschen sind fähige Kämpfer. Sie haben während der Eroberung mehr als nur einen unserer Landsleute in Stücke gerissen. Ash hat wenig für sie übrig. Tötet im Schatten. Hören Ohren von Tierfrau jetzt schlechter? Oder führt Tierfrau von Eisenhaut rund Rudelmitglied Geräusche von Lob? Sie legt ihren Kopf auf eine Seite und betrachtet ihn wie ein gefährlicher Wolf, der seine Beute studiert. Dann aber öffnet sie ihren Mund zu einem satten Grinsen, lehnt sich zurück und kratzt sich faul an ihrem straffen Bauch. Tierfrau versteht, Rudelmitglied kann nicht anders, als für Tötet in Schatten zu schmachten. Zuckenmaulschreien auf der Weltkarte. Meine Erdhexen haben einen Plan, wie sie das Land verfluchen und den scharlachroten Chor in seinen Kerngebiete aushungern können. Bietet ihnen jede Hilfe an, die du ihnen geben kannst. Sieh zu, dass mein Wille gegen Nerads Stimme vollstreckt wird. Wir stehen kurz vor dem Ende. Ich kann das Verderben des Archonten vor uns sehen, wie den Frieden am Ende des Gemetzels. Alles klar, dann hau rein, Kumpel. Gut. Verdorbene Passage, ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut und in der nächsten Folge... Also wir machen jetzt hier einen Cut. Ich reise mal zum Turm und nächtige da. Und in der nächsten Folge treffen wir uns im Turm und reisen in das neue Gebiet. Ist das so gut? Jawohl. Dann Main bleiben. Bis dann. Tschüss.